Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zurück zu Flow's Day Trading. Mein Name ist Alexa, ich bin Daytrader und Trading Coach und heute möchte ich mit dir das Thema besprechen, Indikator ja, nein und wenn ja, warum? Ich bekomme häufig die Frage, ach Alexa, gibt es nicht einen Indikator hierfür, dafür und so weiter und so fort. Ich komme ursprünglich aus dem Bereich Data Science, habe Statistik studiert und habe dort als Data Scientist danach gearbeitet. In dem Falle bedeutet das auch selber viel zu programmieren und jeder Indikator ist im Prinzip auch programmiert in einer anderen Sprache, als ich es damals getan habe. Aber ich würde sagen, ich habe da ein sehr tiefgehendes Verständnis und deswegen möchte ich da heute gerne mit dir drüber sprechen, weil ich glaube, dass es vielen Leuten gar nicht bewusst ist, was sie eigentlich machen, wenn sie einen Indikator benutzen. Jetzt aber erstmal like und subscribe für dieses Video, wenn du nichts mehr verpassen willst, denn ich teile hier wirklich meine besten Tipps und Tricks. Ich selbst trade nur Gold, nur von 14 Uhr bis 17.15 Uhr und vor allem nur ohne Indikator. Warum? Stell dir mal vor, du suchst dir einen Indikator aus. Jeder Indikator hat ein Skript. Ich werde einmal ganz kurz mit dir hier meinen Chart teilen, dass du einfach mal sehen kannst. Ich habe hier zum Beispiel einen kleinen Indikator, den ich mir mal selber geschrieben habe, beziehungsweise für meine Mentees geschrieben habe, dass die einfacher unsere New York Candle erkennen können. Und ja, wir können hier alles Mögliche reinschreiben. Wir können ihn dann zum Chart adden. Ich weiß jetzt gar nicht, ob der sollte jetzt eigentlich angezeigt werden. Genau, wir haben also jetzt einfach eine Kerze hier grün eingefärbt, die uns eventuell interessieren könnte. Jetzt ist ganz wichtig, dass wir verstehen, dass ich jetzt gerade eben habe diesen Indikator geschrieben. Wie gesagt, das ist kein Hexenwerk, es ist was ganz Einfaches. Aber was ganz wichtig ist, ich kann jederzeit etwas in diesem Quelltext hier unten verändern. Das heißt, wenn ich möchte, dann kann ich einfach zum Beispiel diesen grünen Balken von hier nach hier legen oder ich kann ihn von grün auf gelb färben und was auch immer. Jetzt stell dir mal vor, eine andere Person hat beispielsweise einen Order-Block-Indikator. Wir suchen uns mal einen Order-Block-Indikator raus. Wir nehmen die mal wieder raus, die Indikatoren, dass wir noch einen hinzufügen können. Und genau, schauen uns mal hier sowas in die Richtung an. Oder sowas in die Richtung, okay? Wir haben jetzt also hier Order-Block-Finder hinzugefügt, Order-Block-Indikatoren hinzugefügt. Und jetzt nehmen wir an, wir möchten jetzt exakt nach diesen Order-Blöcken traden. Dann haben wir folgendes Problem. Und zwar gibt es auch an dieser Stelle einen Entwickler. Dieser Entwickler hat festgelegt beispielsweise, wie streng wird eine Kerze als Orderblock gewertet oder nicht als Orderblock gewertet. Ja? Das heißt, also wir haben gerade bei solchen Indikatoren eigentlich nie 100% Genauigkeit, sondern wir haben das Thema, dass wir immer irgendwo sozusagen einen Grenzwert haben, ab dem wird ein Orderblock als Orderblock gewertet oder auch nicht. Was auch noch passieren kann ist, und das ist eben das Hauptproblem, ich komme mal wieder zurück in den großen Bildschirm, das Hauptproblem hierbei ist, dass der Programmierer jederzeit seinen Quelltext verändern kann. Das bedeutet, du verlässt dich auf diesen Indikator. Du hast von mir aus den Indikator sogar gebacktestet und bist 100% davon überzeugt, dass der Indikator genau das Richtige ist. Aber jetzt stell dir vor, der Erfinder dieses Indikators, der ändert was klitzekleines im Quelltext und überlegt sich, okay, eigentlich möchte ich jetzt was Neues ausprobieren. Ich verändere jetzt zum Beispiel, wie streng wird ein Orderblock als Orderblock gewertet und der entscheidet sich dafür, es weniger streng zu machen und dementsprechend siehst du plötzlich viel mehr Orderblöcke. Jetzt hast du aber getestet, dass du an jedem Orderblock immer mit einer Limit-Order reingehst und plötzlich bekommst du viele, viele Stop-Losses und verstehst überhaupt nicht, woran es liegt. Und das ist eben das, was ich meine, warum ich grundsätzlich ohne Indikator arbeiten würde, zumindest niemals eine Trade-Entscheidung davon abhängig machen. Du kannst dir natürlich das Volumenprofil anschauen, du kannst gucken, wo sind die großen Marktteilnehmer gerade eben positioniert, solche Sachen mache ich auf jeden Fall schon mal ganz gerne, wenn ich einfach einen tieferen Einblick haben möchte. Aber grundsätzlich empfehle ich dir wirklich keine Trade-Entscheidung auf einen Indikator aufzubauen,
Denn es ist nicht deine Strategie, es sind nicht deine Regeln und viel, viel besser funktioniert, wenn du selber dir wirklich Regeln aufschreibst, was muss ein Orderblock für dich erfüllen, damit du beispielsweise eine Limit-Order eingehst oder damit du eine Market-Order eingehst und dann eben dich danach richtest. Wenn du dazu nochmal Infos haben möchtest, ich habe früher sehr viel mit Limit-Orders getradet und hatte da zwei Unterscheidungen, wann ich einen Orderblock mit Limit-Order nehme und wann ich einen Orderblock einfach nur mit Alarm und Bestätigung trade. Schreib mir gerne in die Kommentare, wenn du dazu mehr Infos haben möchtest, dann mache ich da nochmal ein extra Video. Ansonsten like und subscribe für dieses Video. Ich freue mich. Bis zum nächsten Mal.